Hallihallo, ich bin's, der Bio wartet. So, hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich natürlich, dass du mal wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Lotus. Ja, schön, dass du wieder da bist. Sorry, aber ich musste erstmal Lotus ein bisschen abstauben. Lag schon eine Weile in der Ecke, muss ich dazu gestehen. Aber Spieler 3600 hat uns was zukommen lassen und das wollen wir hier euch natürlich nicht vorenthalten. Dementsprechend schauen wir uns heute die Karte Kleinfurt 2009 an. Dementsprechend bin ich schon mega gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin hier schon eine kleine Proberunde gefahren und muss sagen, so holy, das ist endlich mal eine Karte, die ist es wert. Und dementsprechend steigt mit ein und lasst uns zusammen doch uns heute die Linie 5 uns mal anschauen. Von Südstadt nach Weilerstadt. Dementsprechend, ja, los geht's, rein in den Zug damit und aufgerüstet bitte einmal. So, Schlüssel umdrehen, zack, und Strom auf wieder nach oben. Ja, es ist wirklich halt schon sehr, 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 sehr lange her, dass wir hier zuletzt eine neue Lotus-Folge hatten. Dafür kann ich allerdings nichts, ne? Wenn es natürlich keinen Content gibt, kann ich hier euch natürlich nicht zeigen. Es macht natürlich wenig Sinn, hier bereits natürlich gezeigte Linien nochmal zu zeigen. Dementsprechend, ja, ist es dann halt einfach so. Dann kommt halt nichts. Kann ich nicht ändern, ja? Da dürft ihr mir auch echt denn nicht böse sein. Es ist halt so, dass gefühlt einfach sich die komplette Community verabschiedet hat von Lotus. Es kommen keine neuen Projekte mehr, weder im Steam Workshop, dass man uns das halt nicht zukommen lässt. Okay, irgendwelche VIP-Projekte ist okay, aber wir könnten ja den Ruhm wegnehmen, wie ich mir jetzt neuerdings jetzt auch sagen lassen muss, dass wir den Ruhm von anderen wegnehmen, wenn wir die Karte präsentieren. Alles klar, Dankeschön für euer Vertrauen dafür. An die Leute natürlich gerichtet, die so ein Bullshit hier von sich geben. Und dementsprechend, ja, macht es natürlich erstmal A, weniger Lust, das Ganze aufzunehmen, wenn du denn schon so eine Leute hast. B, wie gesagt, es gibt keinen Content. Im Steam Workshop gibt es halt einfach nichts mehr zum Runterladen. Ja, und den Content, den es da gibt, der ist, ja, ist okay. Aber er ist dann halt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, da könnte ich jetzt stundenlang Lotto spielen von. Dementsprechend, ja, was haben wir denn eigentlich so für Karten? Wir haben die Karte von Berlin. Also von Willi. Wir haben Sonnenburg, glaube ich, war das Ganze. Wir haben Victor Minga. Und ja, eigentlich nicht fertig, weil da halt sind auch noch Löcher. Aber ich glaube, das ist eine Karte, die mit weiter fortgeschritten ist. Ist die Karte Koblenz. Aber auch da gibt es 1000 Baustellen, die einfach nicht wirklich weitergebaut werden. Und jetzt kommt halt Spieler 3600 und sagt hier, pass auf, teste doch mal bitte meine Karte. Und ich habe natürlich hier schon ein bisschen Probe gefahren und muss sagen, holy, ja, die ist schon so weit fortgeschritten, das ist unglaublich, wie viel Content hier auf dieser wie viel hier an Content schon mittlerweile drinsteckt. Und für mich persönlich auch schon mit einer der Highlights bietet. Klar, es gibt noch viele Fehler, wenn wir jetzt mal hier gucken, bong, ja, also Zug wäre kaputt, sind natürlich einige Baustellen drin, ja, also das ist keine Frage, ne? Deswegen gibt es ja auch eine Beta, dass man hier zum Beispiel so Fehlerquellen hier zum Beispiel ausmerzen kann. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Normalerweise wird auch ein Repaint mit dazu geliefert. Das funktioniert leider nicht. Also wie ich habe hier gemacht und getan, was geht. Ich habe sie nicht zum Laufen bekommen, auch wenn ich sie als eigene Konto zum Beispiel eingetragen habe. Es ging halt einfach nicht. Was haben wir noch? Ansagen hier, ne? Fehlen hier scheinbar. Ich war eigentlich so stolz drauf gewesen, dass er gesagt hat, dass das Ganze mit den Fizz hier soweit funktioniert. Also an sich funktioniert es, aber wir haben ja leider keine Ansagen. Dementsprechend dürfte das da auch noch nicht nehmen, aber das kann man ja Gott sei Dank immer noch alles nachpatchen. Aber da kommen wir mal zum Thema. Vielleicht kennt ihr euch ja damit aus, vielleicht unser Steven oder sowas. Und zwar weiß ich nicht, ob das bei Steam eine Upload-Beschränkung gibt. Ja, dass man zum Beispiel sagt, so mehr als 2 GB darfst du nicht hochladen oder sowas, ne? Laut Steam Workshop, AGBs, keine Ahnung. Jetzt ist die Karte mittlerweile fast 5 GB groß. Ja, sie ist fast 5 GB groß. Und das funktioniert halt nicht, dass er das Ganze jetzt so hochladen kann. Ja, auf oder in den Steam Workshop. Was kann man da jetzt gegen tun jetzt? Muss man jetzt wirklich jetzt schon langsam damit anfangen, dass man den Content, den man für Lotus erstellt, jetzt eventuell schon auf externen Webseiten anbieten muss? Ja, damit das Ganze halt irgendwie übersprungen werden kann, das Ganze mit dem Steam Workshop oder sowas. Man weiß es nicht, vielleicht gibt es da irgendwie noch eine Möglichkeit, da irgendwie noch was zu regeln, zu machen.
zum Beispiel, dass das Ganze vielleicht nochmal gepackt wird von Lotus selbst oder sowas. Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall jetzt wünschenswert. Auf jeden Fall, bin ich der Meinung, dass Spieler 3600 gesagt hat, dass er das Ganze nicht im Steam Workshop hochladen kann, weil die Datei wahrscheinlich schlichtweg einfach zu groß ist. Wenn ihr damit so ein bisschen Erfahrung habt, dann könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Vielleicht ist es auch einfach nur das Internet zu schwach oder sowas, keine Ahnung, von Spieler 3600, dass er das dementsprechend nicht hochladen kann. Aber wenn ihr da, wie gesagt, mehr dazu wisst, dann gerne dazu mal in die Kommentare gepostet. So, wir müssen jetzt nach rechts weg. So. Da war ein rotes Signal. Jetzt haben wir ein grünes Signal. So, das funktioniert ja auch alles schon. Ihr seht es, ja. So, und zack, zack, zack. Und guckt euch doch an, Alter. Mit wie viel Detail hier gebaut wurde, ja. Hier ist nichts, wo du einfach hindurchgucken kannst oder sowas, ja. Hier ist überall schon irgendwas platziert. Und das muss ich sagen, das mag ich, ja. Du hast eine Karte, wo du wirklich von Anfang bis Ende durchfährst und es ist halt einfach alles bebaut. Du hast keine Leerflächen oder sowas drin. Nee, du kannst jetzt hier schon richtig Touren fahren. Insgesamt ist es ein riesen Streckennetz, was hier mitgeliefert wird in Kleinfurt 2009. Bespielbar jetzt aktuell, in der aktuellen Beta sind insgesamt zwei Linien. Wie gesagt, die Linie 5 ist eine davon. Und genau. Ich glaube, die Linie 8 war, glaube ich, die andere, die noch befahrbar ist. Die werden wir uns dann beim nächsten Mal dann anschauen. Das Problem ist, normalerweise stehen hier eigentlich alles drin. Wo wir langfahren müssen. Ja, hier geht es jetzt gerade mal nicht nach rechts. Hier ist eine Baustelle, Gott sei Dank. Gut, hier haben wir eine Leerfläche, aber hier ist, ja klar, weil hier noch nichts ist, ne? Das wird ja dann später bebaut und alles. So, die Türen auf. Fahrgäste rein, Fahrgäste raus, Tür zu. Ja, klar, wir haben ja noch die Payway-Addons, ne? Tram München und Düsseldorf, die natürlich noch da sind. Ja, aber wie gesagt, sonst ist halt einfach alles ziemlich ruhig gerade in Lotus. Auch im Forum ist gerade nicht so wirklich viel los. Auch die Ankündigung jetzt um Tramsim hat jetzt nicht jetzt wirklich jetzt groß Verwirrung gestiftet oder sowas. Ja, aber das ist ein anderes Thema, da reden wir jetzt nicht über Lotus darüber. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Video wert. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr ja mehr. Ja, also ich bin nicht dahinter gekommen, was aktuell los ist hier so rund um Lotus. Warum es gerade so ruhig ist. Klar, jetzt, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, also ich will da jetzt nichts sagen jetzt oder so. Aber die sind schon sehr, sehr... Guck mal hier. Also die sind alle zu dicht hier. Da wird jeder... Der Spiegel wird ständig abgerissen. Da muss er auf jeden Fall nochmal ran hier. Wir fahren geradeaus weiter. So, die Türen auf. Ich meine, wenn man es auch mal so ein bisschen krass betrachtet, ja, zu Weihnachten kam der Bus DLC raus. Ich glaube, gab es da irgendwie schon mal ein Update für den Bus? Ich glaube nicht, oder? Also das sind dann so diese ganzen Sachen, so, wo ich dann halt sage, so, wieso bringt man den denn raus, wenn es eigentlich gar keinen Sinn hat, weil man den aktuell gerade sowieso nicht weiterbauen kann. Ja, klar, Busfahren, schön und gut, für die Leute, die sich jetzt hier ihre eigenen Busse da zusammenbasteln, großartig, ja, dass das Future jetzt da ist. Aber für Leute, die jetzt nur mal so ein bisschen rumtüfteln wollen oder sowas, ja, für die war das nichts gewesen. Ja. Und wann wird das fertig sein? Kleine Frage. Ja, aber im aktuellen Zustand hätte man sich diese 40 Euro dann auch echt sparen können.
Und da kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass jetzt natürlich eine riesen Hypewelle natürlich hier ausbricht rund um Tramsim. Wer das vielleicht nicht so wirklich mitbekommen hat, Tramsim ist die, ja, soll der neue Straßenbahn-Simulator werden von VueApp, die natürlich schon bekannt sind unter dem, ja, den ganzen Tram München, Omsi Addons, Wien und so weiter und so fort. Und die bringen jetzt halt ihre eigene Simulation raus. Werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben bei uns auf dem Kanal, wir haben dazu auch schon ein bisschen was gemacht gehabt. Wir hatten uns schon sogar mit VueApp unterhalten, ja, um da mal ein bisschen uns mal schlau zu machen halt auch noch, ja. Auf jeden Fall, genau, die bringen jetzt hier halt ihre eigene Simulation raus und da ist es jetzt gerade so, was ein Punkt, den ich jetzt absolut nicht nachvollziehen kann, ja, also auf beiden Seiten kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Also sei es jetzt von Seiten von Tramsim, also von der Community von Tramsim oder von der Community von der Seite von Lotus halt, ja, dass die sich hier alle gegenseitig jetzt hier bekriegen halt. Da kann ich nur da sitzen mit dem Kopf schütteln. Was ist denn daran so schlimm, wenn es statt nur einer Simulation zwei Simulationen gibt? Ich meine, neben Omsi gibt es auch The Bus, gibt es Bus-Simulator, gibt es den München-Bus-Simulator, keine Ahnung, wie die heißen, gibt es V-Bus, gibt den neuen Bus-Simulator, also den, der da jetzt ja gerade in der ganz frühen Vase da steckt. Beschwert sich doch auch keiner. Nein, bei Dings ist das gerade wieder so schlimm, bei Tramsim und bei Lotus, dass sie sich gefühlt wieder gegenseitig halt wieder total hassen. Es sind zwei Spiele, alles klar, zwei Spiele sind das und das bleiben auch zwei Spiele. Ja. Da muss nicht der eine neidisch auf den anderen sein, weil es hat irgendwo immer seine Vor- und Nachteile. Jedes Spiel, kannst du mir sagen, was du willst, jedes Spiel hat seine Vor- und seine Nachteile. Manch einer kann zum Beispiel mit der Grafik von Tramsim zum Beispiel nichts anfangen, weil es die Unreal Engine ist. Manch einer kann aber die Grafik von Lotus nicht leihen, weil sie halt ein bisschen anders halt ist. Ja. Und so hat jedes Spiel so seine Vor- und seine Nachteile. Und da kann ich es denn absolut nicht nachvollziehen, warum die Leute sich jetzt schon wieder so wieder an die Gurgel springen. Vielleicht könnt ihr mir das verraten. Was sehe ich jetzt, was zum Beispiel, oder was seht ihr, was ich nicht sehe? So rum hätte es sein sollen. Denn lasst das doch gerne mal in die Kommentare da. Wo ist jetzt das große Problem, wenn es jetzt einfach eine neue Straßenbahn-Simulation gibt? Denn schreibt es doch mal rein. Ja? Manch einer mag es halt arkadisch, manch einer mag es realistisch, manch einer, wie gesagt, mag es hübscher, der andere, der mag es lieber ein bisschen älter, der andere mag es umfangreicher, der andere wegen dem Multiplayer, der andere, der findet es toller, keine Ahnung. Warum, wieso, weshalb wird da jetzt hier so eine riesen Szene draus gemacht? Wenn ihr das wisst, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion dazu. Aber es ist halt auch so, dass es halt, ja, der erscheint jetzt wohl jetzt schon im Oktober, soll das Ganze herauskommen. Wenn es da jetzt schon neue Informationen gibt, dann soll das Ganze ja wohl Ende Oktober released werden, so laut Video. Und dementsprechend gehe ich damit einfach offen ran, weil es ist eine andere Simulation. Es ist nicht Lotus. Ja? Natürlich kann ich auch die Leute verstehen, die jetzt sagen, ja, aber Tram München hier und Tram München da. Ja, natürlich ist es kacke. Ich habe dafür auch 40 Euro bezahlt. Und ich finde es auch nicht witzig, denn, wenn man dafür Geld ausgibt. Aber es gibt diesen entscheidenden Punkt. Und da könnt ihr weder Lotus noch was anprangern, noch könnt ihr VueApp was anprangern. Es ist Early Access. Ihr kauft das Spiel auf euer eigener Gefahr, dass das Spiel eventuell nie fertig wird. Das Gleiche kann jetzt auch mit Lotus passieren. Lotus kann jetzt irgendwann sagen, ja, also Aurelius Software GmbH kann jetzt sagen, ach, wisst ihr was, wir haben ja keinen Bock mehr. Kann Lotus machen, ohne dass da irgendwelche großen Konsequenzen damit nach sich ziehen. Early Access ist, klar, sie haben eine Pflicht, das Produkt fertig zu bekommen. Ja, das ist ja Pflicht, ja. Du kaufst das Spiel, unterstützt die Entwickler innerhalb einer Entwicklung. So, wenn jetzt Lotus aber einfach sagt, so, okay, das ist jetzt genau das, was wir jetzt haben wollen, dann wird da einfach die Version 1.0 reingeklatscht, fertig ist es. Wenn vielleicht noch, wenn man dreist ist und frech ist, werden vielleicht dann noch sämtliche Einträge gelöscht, denn zum Beispiel, dass hier drin steht, ja, KI-Verkehr und KI-Menschen-Fahrpläne, wird einfach weggestrichen, weggelöscht, ja. Und dann, ja, kannst du hier mit deine erste Version machen und Lotus würde damit halt einfach durchkommen. Es ist Early Access. Das Unterstützen von einer Early Access ist immer mit
wie sagt man, ist immer so mit Gefahr halt, ne? Man muss halt selber wissen, ob man jetzt das Ganze jetzt unterstützen will oder einfach wartet, bis das Produkt fertig ist. Das ist jetzt halt einfach so, das schlichtweg das Ding, was halt Early Access bedeutet. Entweder ihr unterstützt ihn oder ihr lasst es. Wenn ihr das lasst, müsst ihr natürlich warten, bis es dann irgendwann mal soweit ist. Bis das Ding mal fertig ist, ja, und dann könnt ihr euch das kaufen und dann, ja, habt ihr auch ein vollwertiges Produkt. Aber solange das ganze Ding in der Early Access ist, darf sich hier keiner beschweren oder sonst irgendwas, dass es vielleicht ein bisschen zu lange dauert, dass es vielleicht nicht den Funktionsumfang bietet, der aktuell angekündigt ist und so weiter und so fort, ne? Das ist natürlich alles so ein bisschen schwierig, denn das Ganze dann da irgendwie da durchzukommen. Ich aber, wie ihr auch verstehen kann, vielleicht ein bisschen wenn die sagen, sie würden gerne mehr, aber es geht halt nicht, weil Lotus vielleicht jetzt gerade ein bisschen hinterherhinkt. Warum auch immer. Vielleicht hängen sie sich hinterher, vielleicht sind sie auch genau im Zeitrahmen, ich weiß es nicht. Ja? Es gibt ja nicht irgendwie so eine Liste, wo du gucken kannst, ja okay, die sind jetzt genau da, wo sie hinwollen. Oder sind genau da, wo sie sich erwartet hatten in der Zeit, wo sie jetzt sind. Und so weiter und so fort, da gibt es halt nichts. Ne? Ist ja auch so ein Punkt, Lotus, also Aurelius Software, redet darüber ja auch nicht, ja, wo sie jetzt am liebsten wären oder sowas. Wir hatten auch angefragt gehabt, wie schaut es denn mal aus, so zwecks des zweijährigen Jubiläums mal so ein bisschen, so eine kleine Fragerunde mal so zu vollstatten und sowas. Ja, instant einfach eine Absage bekommen. Gut, das muss jeder selber wissen. Wir können natürlich keinen dazu zwingen. Dementsprechend, ja, können wir natürlich nicht wissen, wie weit jetzt Lotus ist und ob sie genau da sind, wo sie jetzt sein wollten und so weiter und so fort. Ja? Das ist dann halt so. Aber es ist halt der Hauptpunkt, worauf ich hinaus will, es sind trotzdem zwei verschiedene Spiele. Und da muss sich keiner den anderen hassen oder sowas, ja, weil das eine vielleicht so ist, das andere vielleicht so ist. Im Endeffekt sind es sowieso zwei verschiedene Spiele, weil keins ist wie das andere. Ja? So war es bei OMSI. So wird es auch immer bei OMSI sein. Ja, es wird kein Spiel an OMSI rankommen. Ja. Also der Bus-Simulator oder The Bus halt auch. Ja. Auch wenn The Bus seine eigene Community-Mod da drin hat und hast das nicht gesehen, wird es trotzdem nie so sein wie OMSI. Ja, da sind wir uns auch alle einig. Und so wird es halt auch bei Lotus sein. Lotus und Ramsum sind zwei Simulatoren, die nebeneinander herlaufen und so ist es dann halt. Der eine mag, wie gesagt, das, der andere mag halt das. Also, ein bisschen runterkommen. Ein bisschen wieder runterkommen und einfach hinnehmen, dass es jetzt so ist. Und vielleicht gefällt es euch ja trotzdem, ja, wenn es dann draußen ist. Wir werden es uns natürlich hier auf jeden Fall angucken auf dem Kanal, da freue ich mich schon drauf. Dementsprechend lassen wir uns so überraschen, was uns also in der nächsten Zeit hier auf jeden Fall noch dieses Jahr erwartet. Ebenfalls, was macht Lotus? Ja, kommt Lotus auch nochmal irgendwie und sagt so, hey, hui, okay, wir haben die Haltestelle überfahren. Kommen die jetzt vielleicht auch mit ihren KI-Menschen D-Paket, Fahrplan-Paket oder sowas, ja, weil es ist ja auch gerade Umfrage, ja, was wünscht man sich jetzt so als nächstes für Futures, war jetzt so bei 51% oder sowas lag das Ganze jetzt mit dem Fahrplan. Also wird das nächste Future wahrscheinlich dann der Fahrplan sein, der jetzt so kommen wird. Also von daher müssen wir uns da also ein bisschen überraschen lassen, was, wie gesagt, dieses Jahr noch so auf uns wartet hier in Lotus. Bedeutet natürlich für alle, die jetzt hier ihre Karten bauen, dass sie dann wieder updaten dürfen. Kommen wir mal zurück zur Karte. Jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen doch breiter aus unterhalten, als ich eigentlich wollte. Wir wollten uns natürlich die Karte, ihr seht, komplett ausgebaut. Wirklich schön gestaltet. Wir haben überall Oberleitungen. Das kann sich also hier mehr als sehen lassen. Richtig hübsch auch hier mit den Sonnenblumen und alles was. Obwohl ich kenne die Objekte gar nicht, muss ich gestehen. Also auch wirklich die Häuser, wie sie auch alle platziert sind. Die ganzen Straßenschilder sind hier schon vorhanden. Also man ist hier auf jeden Fall schon mega, mega weit vorangeschritten. Und du kannst dich hier drin jetzt auch schon verfahren. Ist mir tatsächlich schon passiert, gleich beim ersten Mal. Einfach mal instant einfach mal verfahren, ja, und das ist natürlich denn, man kennt es nicht, ja, Kaufung, Hauptstadt, warte mal,
Ach so, okay, das, Ah, es endet hier scheinbar schon wieder. Ah, okay. Kleinfurt Südstadt. Route 1. Weilerstadt, genau. Ja, Bäumle, Kaufunger Wald. Ah ja. Das scheint hier irgendwie nicht so hinzuhauen. Route 1. Sag ich nach Weilerstadt. Gut. Wie gesagt, Ansagen gibt es ja eh nicht. Von daher spielt es eh keine Rolle. Mhm. Nee, aber so an sich seht ihr ja. Ne? Also, das ist hier schon extrem hübsch gebaut hier alles. Und wie weit, wie flüssig das Ganze halt auch läuft. Ja, also. So schön wie Sonnenburg halt auch ist, die Performance, die leidet darunter richtig, ja, unter der Karte. Weiß nicht, warum das Ganze so extrem halt ist. Das ist halt wirklich dieser Knotenpunkt in der Mitte, rund um den Hauptbahnhof oder sowas. Ja, da ist die Performance halt richtig im Keller. Die Karte unterstützt sogar Multiplayer. Das war jetzt zum Beispiel auch eines der letzten Probleme gewesen, die wir jetzt hatten. Und er hat uns eben gesagt gehabt, so, pass auf, weil er mir die Karte rübergeschickt hatte. Wir hatten dann halt diesen komischen Fehler wieder gehabt, dass zum Beispiel die Straßenbahn auf irgendeinem Fleck gespawnt ist, halt wo nichts ist, ja. Also unter dir halt Himmel, ne? Von ganz früher, wer sich daran erinnern konnte, wenn Karten über ein Gigabyte groß waren, ne? Dann hat es doch irgendwie so was aufgefressen halt, ja. So Mysterium. Und genau. Das war dann halt drin gewesen und es lag daran, weil er die Karte kurz davor dann halt so weit geupdatet hat, dass sie halt Multiplayer-tauglich ist. Und man muss das Ganze ja dann nachher nochmal neu rendern lassen, ne? Wenn du das halt eingetragen hast, dass es Multiplayer ist. Und das hat er tatsächlich vergessen denn. Oder irgendwie ist da was schief gegangen oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat mir dann an Anfangs dann auch noch ein paar Schwierigkeiten gehabt. Und er hat sie nochmal neu rendern lassen. Und gerade bei so einer Kartengröße, ja, ist natürlich schon ein bisschen heftig, dauert natürlich seine Zeit. Wie gesagt, auch das Ding, dass er das Ganze jetzt halt auf Steam nicht hochladen kann, macht es natürlich nicht wirklich einfacher. Ja? Also muss man da jetzt erstmal so über externe Webseiten jetzt erstmal wieder zurückgreifen. Da wird es sowieso noch interessant, ob das Ganze denn wirklich jetzt so kommt, dass man da auch jetzt externe Seiten jetzt braucht. Oder ob man da irgendwie was machen kann, dass das Ganze dann dementsprechend halt ja, vielleicht doch noch funktioniert. Was ich halt schön finde an der Karte ist, dass es halt auch mal viel Wald. Ja, es ist halt nicht nur Häuser-Slums bis zum geht nicht mehr. Und was mir an dieser Karte besonders auffällt, ist, du hast nicht alle 200 Meter eine Haltestelle. Ja, du kannst hier auch mal durchbrechen mit 50 oder sowas. Ja, das ist sehr angenehm. Viele Karten, die ich bis jetzt gefahren habe, da kommst du nicht mal bis 50 oder sowas. Da bist du meistens immer so, hast gerade so hoch. Also so hoch gepusht auf 40, dann kommt schon die Haltestelle, dann musst du schon wieder abbremsen. Ja. Naja. Weil halt gefühlt alle 200 Meter halt eine Haltestelle kommt. Hier ist es natürlich nicht so. Das finde ich sehr angenehm. Er sitzt auf jeden Fall auch schon ziemlich lange dran. Ne? Und wenn ich sage ziemlich lange, dann meine ich auch schon ziemlich lange. Ich glaube, mir ist da irgendwie was im Kopf geblieben mit... Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das geht schon... locker über den dreistelligen Bereich drüber. Ja, ob es jetzt der vierstellige Bereich war, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, also Zahl. Aber er sitzt auf jeden Fall schon mega, mega lang an diesem Projekt. Und ich finde, das sieht man dieses Projekt auch an. Ja, das ist jetzt nicht einfach nur so geklatscht, so, weil er jetzt meine Karte veröffentlichen will, sondern wie gesagt, wir haben hier alles. Wir haben die ganze Vegetation hier. Wir haben Oberleitungen drin. Ja, wir haben hier wirklich schon Häuser positioniert, die auch wirklich da gut hinpassen. Man fühlt sich irgendwie, als ob man hier tatsächlich durch eine echte Stadt fährt. Ja. Das ist jetzt nicht einfach nur so, ja, so lappadi-dappadi jetzt einfach mal schnell gemacht oder sowas. Ne? Und ich bin auch der Meinung, dass die Karte, die wir uns damals schon angeguckt hatten, sie auch schon in einem Zustand war, wo ich sagte, dass es halt schon extrem gut ist, weil das halt auch so eine lange Strecke sind, die wir hier fahren. Das ist halt alles jetzt nicht nur so kurzes und dementsprechend muss ich wirklich sagen, Hut ab, was er hier bis jetzt gemacht hat.
Das wäre tatsächlich dann auch mal so eine Karte, wo ich dann sagen würde, so, alles klar. Also die im Multiplayer, die würde ich mir gerne mal angucken. Aber mal gucken, was jetzt hier erstmal danach so jetzt passiert hier. Wenn euch natürlich Fehler auffallen, dann gerne in die Kommentare hier zum Beispiel, hier jetzt hier zum Beispiel die Laternen hier. Ich weiß nicht, das Ding ist seit Release drin, diese Laterne, dass sich da irgendwas spiegelt. Ja? Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Haltestellenschild. Und das siehst du auf dieser ganzen Laternen hier. Ne? Die ganzen Laternen, die da sind, ja, da siehst du das halt. Das ist seit Anbeginn drin. Keine Ahnung. Joa. Content wird natürlich reichlich benötigt. Das ist immer so ein Manko, den ich ja immer so habe. So Content, ja, wenn du dir erstmal einen halben Steam Workshop runterladen musst, ist ein bisschen uncool. Ja, er versucht das Ganze aber schon zu reduzieren und alles, was hat er schon gebeichtet. Aber so vollständig reduzieren kannst du es halt nicht, weil entweder du baust halt wirklich selber deine ganzen Objekte oder du musst halt auf den zurückgreifen, was gerade verfügbar ist. Dementsprechend, ja, hast du halt ja nur das zur Auswahl. Ich glaube, Stuttgart zum Beispiel baut gerade ziemlich viel seiner eigenen Objekte, was ich persönlich ziemlich gut finde. Weil man da halt wirklich verzichtet dann halt auf diesen Workshop. Gerade natürlich super ärgerlich, ja, wenn man zum Beispiel Content benutzt, den es gar nicht mehr gibt. Ja. Das Problem ist, dass es den Leuten nicht auffällt, die diese Objekte besitzen. Okay? Wenn du zum Beispiel jetzt, ich sag mal, den Lotus so neu installieren musst oder sowas, dann merkst du erst, oh, warte mal, da war da mal was gewesen. So. Die Leute, die es aber haben auf der Festplatte, da bleibt es auch drauf. Ja? Und das ist natürlich, ja, ein bisschen schlecht denn. Ne? So Leute, wir sind aber in Weilerstadt angekommen. Hier sehen wir, hier ist Wendeschleife, ne? Und ihr seht, es ist halt alles ausgebaut. Und nicht einfach nur hier, übrigens, das ist hier so das Ding, was ich meinte hier halt, ne? Wo es dann halt einfach dann als Auffrist hier, je weiter du halt gehst, ne? Und so weiter und so fort. Aber ihr seht halt die Größe dieser Karte, das kann sich mehr als sehen lassen. Das ist die Linie 5, hier zum Beispiel auch alles schwarz, obwohl ich die Objekte habe. Das wird auch nicht gefixt, warum auch immer. Achso, okay. Ja, meinen alten Trick hier, Büsche zu machen hier. So einfach die Bäume runtersetzen und dann passt das Ganze. Ah, großartig. Oh. Wollte gerade sagen, was war jetzt los? Jetzt, aber alles gut. Ja, wie gesagt, das sind zum Beispiel so die Nachteile, wenn du dir halt die Sachen aus dem Steam Workshop dann halt machst. Deswegen bin ich dafür, baut selber, ja, baut selber eure Objekte. Nehmt euch die Zeit und guckt euch da halt gefühlt einfach diese Tutorials dazu an im Blender. Ich meine, ein einfaches Haus kriegt jeder hin, wenn man sich mal so das Haus hier anguckt. Ja, dann nehmen wir das hier. Ja, du hast hier drei Etagen einfach so, machst du hier ein Rechteck da, einfach nochmal ein bisschen verkleinert, ein bisschen Textur aufgeklatscht, fertig ist es. Das Haus dauert in der Regel nicht mal mehr als 10 Minuten. Ja. Und je öfter du das natürlich machst, desto schneller wirst du es. Das erste Mal wird es natürlich gefühlt Wochen dauern. Ja, aber du bist dann halt auf der sicheren Seite, weil diese Objekte kann dir keiner nehmen. Das war jetzt zuletzt bei Fictaminga gewesen. Ja, alle hatten natürlich, konnten alles sehen, ja, wenn sie den natürlich den ganzen Workshop runtergeladen haben. Wenn du halt aber Pech hast und du hast diesen Workshop-Bug drin, musst du deinen kompletten Lotus tot machen, musst den kompletten Steam Workshop tot machen und dann installierst du das und dann fällt dir auf einmal auf so, warum fehlt denn das da bei mir? Na, bei mir fehlt nichts, ne, sagt der andere, weil er hat sie ja noch. Also ist super lästig, da wäre auf jeden Fall nochmal eine Überprüfungstool, ziemlich coole Sache, der zum Beispiel anzeigt, so pass mal auf, dieses Objekt gibt's nicht mehr oder was weiß der Geier halt. Ne, das wäre natürlich eine ziemlich dufte Sache. Aber ihr seht schon, ne, das artet hier ihnen Arbeit aus, was ich absolut nachvollziehen kann. So, und sonst natürlich eure Meinung mal dazu gern in die Kommentare. Wie fandet ihr jetzt die Karte? Wo habt ihr zum Beispiel noch Schwachstellen gesehen? Also wie gesagt, ein paar Mal haben wir uns den Spiegel abgerissen, aber das war auch das, was mir jetzt so besonders jetzt aufgefallen ist. Wenn ihr da jetzt aber noch natürlich noch Vorschläge habt, ja, wundert euch, ich versuche gerade irgendwie ein bisschen näher an die Kamera, in die Straßenbahn ranzukommen hier. So. Oh. Das mit dem Superhill ist aber klasse Sache hier. So.
So, endlich. Jetzt haben wir irgendwie mal ein Bild gemacht von. Ja, wie gesagt, gerne dazu mehr in die Kommentare damit, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder so. Und sonst auch gerne mal einfach mal ein Lob dalassen für, ne, für den Spieler 3600, was der hier für Zeit investiert hat zumindest schon. Ja, das ist echt nicht ohne. Und wir haben gesehen, außer dieser eine Freifläche war alles bebaut gewesen. Überall ist überall Content. Ja, das ist unglaublich, was er hier auf jeden Fall auf die Beine gestellt hat. Nächstes Mal werden wir uns die nächste Linie angucken, die jetzt hier schon komplett befahrbar ist. Dementsprechend, wenn euch das Ganze interessiert, unbedingt wieder einschalten. Sonst, ja, lasst gerne ein Like da, auch wenn die Folge heute ein bisschen komisch war, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz, es war mal wieder eine neue Lotus-Folge. Und, ja, wir haben noch mehr Content, denn Stuttgart hat auch ein neues Update rausgebracht, was wir uns auch mal angucken wollen. Dementsprechend, diese Woche wird es mehr los. Ich kann schon gar nicht mehr aussprechen, weil es schon zu selten ist. Mehr Lotus diese Woche. Also unbedingt wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss.